Vom Europäischen Gerichtshof kommt eine wegweisende Entscheidung zu öffentlichen WLAN-Hotspots. Geschäftsleute, die solch einen freien Internetzugang anbieten, müssen im Grundsatz nicht für Missbrauch haften, etwa wenn Kunden Musik illegal herunterladen. Allerdings, so die Einschränkung der Richter, könne von den Betreibern verlangt werden, den Zugang durch ein Passwort zu sichern. So richtig glücklich sieht Tobias McFadden nicht aus, kurz nach dem Urteil in seinem Fall. Es ist ein kleiner Teilerfolg, aber es bleibt natürlich hinter den Erwartungen zurück und hat schon starke Einschränkungen und lässt eben nicht hoffen auf eine schnelle Verbreitung von WLAN-Netzen quer durch Europa. In seinem Geschäft für Licht- und Tontechnik hatte er seinen Kunden ein offenes WLAN-Netz zur Verfügung gestellt. Dann meldete sich Sony, wollte 800 Euro von ihm. Über sein WLAN wurde illegal ein Musikstück zum Herunterladen angeboten. Doch McFadden war zur fraglichen Zeit nicht in der Firma. Hintergrund ist die sogenannte Störerhaftung. Bietet zum Beispiel ein Geschäftsmann einen offenen WLAN-Zugang an und lädt eine andere Person darüber illegale Dateien herunter, ist umstritten, ob der WLAN-Anbieter dafür haften muss. Der EuGH entschied nun, der WLAN-Betreiber ist nicht für Rechtsverletzungen anderer verantwortlich, muss also zum Beispiel keinen Schadensersatz zahlen. Aber der Rechteinhaber kann den Betreiber darauf verklagen, dass er den Anschluss künftig besser sichert, also ein Passwort einrichtet. Dies hat der EuGH zur Sicherung der Rechteinhaber, also der Musikindustrie, der Filmindustrie, für notwendig gehalten. WLAN-Betreiber wie Tobias McFadden haben weiter das Risiko, dass sie auf Abmahn- und Gerichtskosten sitzen bleiben. Solche finanziellen Folgen sollte eigentlich das neulich beschlossene deutsche Gesetz zur Störerhaftung beseitigen. Doch es mehren sich die kritischen Stimmen, dass das neue Gesetz diesen Zweck unabhängig vom heutigen Urteil gar nicht erreicht. Die Folge ist Rechtsunsicherheit.